So, da sind wir auch wieder und ja, kommt es mir nur so vor, da sieht ja alles plötzlich komplett anders aus. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe das schon lange nicht mehr gespielt, das Ganze. Ja, ich weiß aber auch nicht, was ich machen soll. Ich fürchte, wir können hier nicht übernachten lassen, bis die Energie wieder da ist. Ja, das hast du mir ja bereits gesagt. Immer wieder Energie haben. Das ist ja furchtbar hier. Es ist ganz schön finster hier unten. Ich sehe kaum noch was. Das ist natürlich nicht so toll. So, Schwefel. Und ich bin fast out of Energie. Deswegen muss ich mich mal eben ausruhen. Ja. So, wo muss ich hin? Ich muss hier an das Boot. Im Boot ausruhen. Ja. Da hat man gesehen, es ist Nacht geworden. Was sagst du? Beim Angeln geht es um Timing. Ja, das hast du mir schon mal gesagt. Wo kriege ich Titan her? Und wie kriege ich die Katze eingefangen? Das ist das Problem, was ich habe. Hier kann ich auch nichts machen. Ich kann ganz genau nichts tun. Set. Ich würde nie mehr Titan finden. Es ist hoffnungslos. Ja. Hallo Katze. Wie kriege ich die eingefangen? Habe ich eigentlich die Angelrute ausgerüstet? Da nehme ich doch lieber mal mein Schwert. Nein, ich wollte nicht ausrüsten. Ja, was mache ich da? Ja, ich fresse mal eben was. Damit ich hier Ausdauer habe. Aber wo kriege ich Titan her? Das gibt es hier einfach nicht. Es ist irgendwie problematisch. Ich soll etwas finden, was ich nicht finden kann. Was mache ich da? Ja. Ich glaube, so komme ich nicht weiter, wenn ich hier immer weiter nach unten grabe. Also ich glaube, das ist nur bedingt sinnvoll, was ich hier gerade mache. Ne, ich glaube, ich werde da elendig verrecken, wenn ich so weitermache. Fresse ich mal eben meine Kuchen. Ja, aber Titan? Weiß ich nicht. Wisst ihr, was ich gerade mal machen kann? Ich kann ja mal eben noch mal gucken. Gibt es hier irgendwas, was mir die rote Brille sagt? Hallo, Katze. Bisher sieht es nicht danach aus. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann ja nochmal zurücksegeln und gucken, ob da jemand weiß, wo ich Titan finde. Ach so, und die Brille sollte ich hier natürlich absetzen, weil sonst kommt gleich wieder der freundliche Herr Erdelementar, der mich eines elenden Todes sehen möchte. Ja, das war total richtig formuliert. Wenn du am Morgen dich ausruhst, wirst du nur bis zur Nacht schlafen. Nachts ist es gefährlicher als am Tag, also solltest du vielleicht dann nochmal bis zum Morgen schlafen.
Das ist neu. Dass hier komische Nachtmusik läuft. Hast du irgendwas zu sagen? Nein, ich will nicht Tränke mischen, ich will mit dem Typ reden. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich benutze das Labor, um ein paar Proben von den östlichen Inseln zu erforschen. Ich meine, wie bist du zurückgekommen, also so schnell? Naja, so wie ich überall hinkomme. Mit Teleportation, natürlich. Aber jetzt hör vielleicht auf, mich zu nerven. Ich muss meine Analysen fertig machen. Ach, so ist er also drauf. Da teleportiert der sich einfach. Das ist ja mal eine interessante Wendung der Geschichte. Ja, aber von der Nacht sehe ich jetzt keinen wirklichen Effekt. Ist es nicht ein schöner Tag zum Segeln? Ja, sicher. Hat hier jemand von euch den Dan gesehen? Du? Ja, das sieht nicht nach den Dan aus. Sieht das nach den Dan aus? Nö, das sieht auch nicht nach den Dan aus. Hier vielleicht? Nö, die haben alle kein Titan. Hä? Wo kriege ich denn dann Titan? Ich weiß nicht weiter. Hat einer von euch vielleicht Titan gesehen? Mit dem Gehege können wir Fleisch und Milch produzieren. Du könntest einen Tunnel graben, um dich am Wildschwein anzupirschen und sie von hinten anzugreifen. Ja, könnte ich natürlich tun, aber das will ich gerade gar nicht. Hast du was zu sagen? Probier mal ein paar der neuen Rezepte aus. Fühlt sich beinahe zivilisiert an. Du kannst deine Ausrüstung jetzt weiß ich nicht mehr die Stimme davon. Du kannst deine Ausrüstung verwalten, indem du E drückst. Ja, das weiß ich doch. Aber wo kriege ich den Dan her? Ja, ich weiß. Nichts hier scheint mir auch nur ansatzweise zu helfen. Ich sollte vielleicht erstmal wieder Rationen hinzufügen. Nämlich Äpfel. Und hier Zucker, friss auch davon. Oder Weizen, sagen wir das. Weil wir brauchen ja immer 200, um zu sehen. Und wenn wir keine Rationen mehr haben, um zurückzukehren, wäre das schon arg doof. Deswegen gehe ich jetzt erstmal Rationen besorgen, damit wir hier sicher sind. Ja, hier ist aber auch nichts Gescheites. So, wo willst du denn hin? Ja, was soll ich machen? Ich weiß nicht, wie ich an Titan komme, ist das Problem. Deswegen kann ich hier nicht wirklich weitermachen. Ernte mal alles. Und dann sollte ich doch wirklich mal zum Lager gehen. Weil ich schwitze hier schon ganz schön. So, Weizen brauche ich gerade nicht. Äpfel brauche ich nicht. Fleisch brauche ich nicht. Eier brauche ich nicht. Milch brauche ich gerade auch nicht. Baumwolle brauche ich nicht. Schwefel lege ich auch mal ab. Dünger lege ich ab. Wofür brauche ich das? Komm, Kohle. Holz. Hier, das behalte ich auf jeden Fall mal. Haben wir noch Käse? Nö, aber kann ich mir mal bestimmt machen, wenn ich hier an die Küche gehe. In der Küche koche. Mache ich mir mal eben 4 Käse.
Das braucht ja immer nur eine Milch, damit wir dann Käse haben. Und dann mache ich mir mal eben Cheeseburger. Oh. Ja, mache ich mir doch gleich ein paar. Ich meine, so ein Cheeseburger, das hat schon was für sich, muss man einfach sagen. Der gibt 70 Leben und 50 Ausdauer. Das ist schon nicht schlecht. So. Und noch einmal. Und dann haben wir sie alle. So, einen kandierten Apfel könnte ich mir mal 2 machen. Dann habe ich nämlich so eine reine Ausdauerquelle. Das ist vielleicht nicht ganz unklug, das zu machen. Würde ich behaupten. So, aber was hat das mit der Nacht auf sich? Bisher sehe ich nämlich keinerlei Veränderung zu dem, was wir auch sonst haben. Oh. Oh, Seide. Das ist also neu. Spinnen mit Seide. Das ist ja nett. Da ist er wieder. Aber weiter komme ich auch gar nicht. Also zumindest nicht hier. Da ist nämlich so eine komische Barriere im Weg, die natürlich total auffällig ist, aber egal. Oh, dann bei ihm wieder. Nein, geh weg. So, wir haben zumindest Seide gefunden. Also für Seide muss man Spinnen töten. Was man mit der Seide dann machen kann, das weiß ich nicht. So. Hundi ist hier schön am Ratten killen. Das ist ja seine Hauptaufgabe bekanntlich. So, Seide. Und was packe ich noch mal eben rein? Was brauche ich nicht? Fleisch, komm. Back ich da mal rein. Ja, aber was soll ich jetzt machen? Kann ich aus Seide irgendwas tun? Nö. Kann ich hier was verkaufen? Gut, ich kann Baumwolle verkaufen, wenn ich das wollte. Kann ich hier was machen? Nö. Kann ich hier was machen? Auch nicht wirklich. Hier kann ich halt Stoff machen. Aber auch nur einen. Und dann haben wir auch schon keine Seide mehr. Also wir haben noch 2 Baumwolle haben wir da nicht mehr. Seide haben wir ja noch. Ja, aber ich weiß nicht weiter. Also, das ist wirklich, ich glaube, ich muss mich da erstmal genauer informieren. Ich guck mal, ob es da irgendwie ein Wiki zu dem Spiel gibt. Wo drin steht, wie man an Titan kommt. Weil ohne Titan weiß ich nicht, was ich da noch machen soll. So, hat Hundi einfach mal eine Ratte gekillt. Ja, also, dann ist halt jetzt die Frage, was machen wir da? Bei aktuellem Stand kann man da nicht allzu viel tun. Muss man einfach so sagen. Deswegen würde ich sagen, ich beende dann auch an der Stelle einfach mal die Aufnahme und schaue dann, was sich machen lässt, wie man weiterkommt. Ach, das ist ja lustig. Nachts geschlossen. So, so. Das Bootshaus ist natürlich noch offen. Da sind die Läden einfach in der Nacht alle geschlossen. Das ist ja höchst interessant.
Nun, ich würde sagen, ich speichere nochmal und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao!